Das ist ja das, was ich an Dark Souls 1 liebe. Du kannst auf so ziemlich alle Stats scheißen, außer wirklich die, die du haben willst. In Dark Souls 2 braucht es nur so viel Rotz mehr, alleine um ausweichen zu können. Ich hab dieses Attunement, nee Quatsch, nicht Attunement, Adaptability, einfach gehasst. Agility-Wert kann man am besten sagen, glaube ich. Weil ich finde, das mit dem Rollen, das musst du nicht leveln. Das ermöglicht auch die Skill-Werte, oder ermöglicht einfach Skill-Plays direkt von Anfang an. Wenn du gut im Spiel bist, musst du nicht erst einen hohen Charakter haben, um das unter Beweis stellen zu können. So, warte mal hier. Red Tier Sun Ring. Den wollte ich doch. Oh. Nee, ich überlebe den Sprung, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, warum ich krepier da immer. Jedes Mal. Jedes Mal! So, jetzt können wir schon mal ein bisschen parieren üben gegen den lustigen Ritter da. Komm, den Ring nehmen wir auch direkt mit. Für den Fall. Kuckuck! Das geht sogar wirklich relativ einfach und der Schaden ist auch gar nicht verkehrt. Also, ist jetzt natürlich jetzt. Au. Au. Ja, nee. Lassen wir dies. Lassen wir dies. Die Black Knight Halberd konnte ich noch nie gut scheit parieren. Das. Ja, ich gebe es zu, der erste war ein Glückstreffer. Alles andere war. Meh. Aber ist ja auch schön, es gibt ja auch keine Death Penalty. Das kann man ja auch alles gut außer Acht lassen. So, den Schild nehme ich aber trotzdem mit, für den Fall, dass ich den irgendwann mal auf dem Rücken mitnehmen will. Ach komm, lass mich doch vorbei. Du bist doch scheiße. I died it, I died it. Ja, es wäre auch sehr schön, wenn ich genug Seelen hätte, um den Dagger gleich schon mal auf plus 5 zu ballern, weil auf plus 0 ist echt ekelig. Oder zumindest schon mal ein paar Mal leveln. Ich werde mir für die Gargoyles auch einfach so leer beschwören, weil wenn ich einen NPC Summon habe und ich weiß, ich werde ihn brauchen, dann werde ich ihn auch nehmen. So godlike bin ich in dem Spiel immer noch nicht, dass ich sagen könnte, nee, ich brauche nichts, ich schaffe das alles alleine. Vor allen Dingen uns den Smaug, nur mit dem Bandit's Knife, das wird echt Tortur. Ich werde es auf jeden Fall einmal versuchen. Aber dann ist auch gut. Du blutest nicht, wa? Scheiße. Bleib hier! Ich brauch das, was du droppst! Auch wenn es eine Ewigkeit dauert. Das ist schon mal gut. Twinkling Titanite werden wir auch viel brauchen. Zumindest, wenn wir dann hinterher auch mal die Waffen haben, die wir wollen, weil ich strebe als nächste Waffe an Priscilla's Dagger. Das heißt trotzdem, dass ich mindestens drei Bosse legen muss vorne ab. Mit dem Ollen Piekse durch und dafür lohnt sich zumindest ein plus 5 auf alle Male. Was man für ein paar Seelen machen könnte, wäre der Butterfly direkt zu Anfang an. Dann aber menschlich dahinrennen und mit der Witch Beatrice den eben legen, weil ohne Rüstung, ohne Schild. Den ohne Schild finde ich immer ekelig, weil der kann einen doch, finde ich, zumindest mit dem Laser mal eben wirklich sehr schnell one-shotten. Möchtest du einen komischen Blitzestrahl schießen, Pikachu? Ja, Pikachu hat seinen Blitzestrahl geschossen. Hast du fein gemacht. Jetzt bleib bitte da unten und lass mich in Ruhe. Hallo, André. Ja, Reinforce, was haben wir hier? Bandit Stagger braucht 100 Seelen und Titan Shards. Habe ich beides nicht. Was habe ich denn? Droppt der kleine Bob da direkt schon den ersten Chunk? Ah. Okay. Weiß ich das auch schon mal wieder. Das hätte ich jetzt auch wieder aus dem Kopf verloren. Sprich, Bonfire an. Und Menschlichkeit? Ich habe genau eine Menschlichkeit. Das reicht. Ja, das reicht für einen Versuch. Aber ich will, glaube ich, erst die Pots plus Schlag mich tot. Und ich hätte ganz gerne. Ah, nee, den kriege ich vorher nicht. Ah. Ja, die zweite Firekeeper Soul kann ich mir eben noch abgreifen und das ganze gute Gescheißzeug, was da am Firelink Shrine einfach nur rumliegt und wartet, abgeholt zu werden. Ich meine, dafür ist es ja da, nicht?
Und ich weiß, dass du eine Titanite Shard droppst, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne, aber das mache ich beim nächsten Mal. Lasst mich leben, lasst mich leben, lasst mich leben. Tschüssi. Jawohl. Oh, boah, es ist echt lange her, dass ich die Gargoyles ernsthaft bekämpft habe und dabei nicht übertrieben viel Damage gedrückt habe. Es waren so die ersten Dark Souls-Tage, als das passiert ist, und die sind bei mir auch schon ein paar Jährchen her. Ich bin gespannt, wie das aussieht gleich. Aber naja, ich nehme einfach Solaire mit, weil Solaire, und dann soll das klappen. Ich mag Solaire. Hier, scheiße, hier kommt man immer noch nicht durch, Merkel. Aber hier kommt man durch. Firebomb ist immer gern gesehen. Die Humanities nehme ich mit. Da sind sie. Ah, ich dachte auch eigentlich mal, es wären 6, aber es sind anscheinend wohl doch nur 3. Die Firekeeper Souls kann ich konverten, das ist schon mal schön. Na komm, Alte, wo bist du? Ja. Einmal. Zweimal. Das sollte doch eigentlich fast schon reichen für den Playthrough. Ein paar werde ich garantiert noch mitnehmen können und benutzen können, aber fürs Erste müsste es reichen. Also fürs Erste reicht es auf jeden Fall. Fürs Erste kriege ich auch erstmal nichts mehr dabei, aber... Stimmt, jetzt wollte ich noch eben auf den Friedhof und mir die 6 Homeward Bones mitnehmen. Und den anderen Schmuh, der noch drin liegt. Das ist auch schon mal, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht. Alle hopp. Also auf jeden Fall den Lloyds Talismaner für die möglichen Chests, die ich finde. Okay, Home and Bones, da ist der... Ne, da ist der Prügel drin. Und was haben wir hier nochmal drin gehabt? Ne, hier ist der Morningstar. Was war hier drin? Irgendwas war hier auch noch drin. Ich weiß gar nicht mehr. Cracked Red Eye. Ja, den werde ich ganz bestimmt brauchen, weil ich mit dem Bild unbedingt Leute invaden will. Ganz guter Plan, ganz guter Plan. Lloyds Talisman. Damit habe ich, meine ich, alles, was ich brauche, alles, was ich möchte von hier. Natürlich kann ich jetzt hier noch ein paar Seelen aufsammeln und ja, die Waffen kann ich mir sowieso klemmen. Ja, ich kann mir so ziemlich alles klemmen, was hier rumfliegt. Ja. Lass mich resten, lass mich... Jawohl. Sprich, jetzt zum Schmied. Da ins Bonfire, da menschlich und dann da hoch, oder wie mache ich das? Wie habe ich das gerade vor? Ich weiß gerade selber noch nicht. Auf jeden Fall erstmal Gargoyles töten. Folgefrage, habe ich noch irgendeinen Ring, den ich mitnehmen könnte, der mir irgendwas bringt gerade? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, kriege ich den Dude hier alleine getriggert? Das wäre natürlich auch schön, weil alleine ist der ja kein Problem. Nur wenn er noch die ganzen Hollows drumherum springt, ist das immer ein bisschen scheiße. Ha, ich dachte eigentlich, das wäre ein... Kann ich den nicht backstabben? Nein, ich kann nicht backstabben, aber er blutet. Oh. Ich dachte, du haust von oben runter, du Kerl. Tut er gar nicht. Blute! Geht doch. Das war doch sogar relativ easy. Und ich habe auch mal den Titanite Charge, sprich Dagger plus 1. Das ist nichts, das weiß ich selber, aber es ist immer... Es ist besser als ein unverbesserter Dagger. Es macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Es ist noch lange nicht schön, aber es macht ein bisschen mehr Schaden. Aber für die Gargoyles mit Solaire sollte das irgendwie reichen, wenn ich ganz, ganz doll safe spiele. Und 10 Pots plus 2 habe ich auch, die heilen mich ziemlich voll. Ich will es jetzt nicht austesten, weil ich habe das Bonfire nicht gekindelt. Aber ich habe doch schon mal, 4 Humanities. Ich kann es schlimmstenfalls 4-mal versuchen, Solaire zu beschwören und dann da irgendwas Lustiges zu machen. Reinforced Weapon. Bandit's Knife. Plus 1, sehr schön. Ist die Frage, kann ich da durchrennen? Ja, müsste ich eigentlich können. Ja, ich kann da durchrennen, auch wenn der Priest noch lebt. Reverse Hollowing, yes, please.
Please. Ah, diese Bauchbehaarung. Ah. Sieht irgendwie aus wie Knete. Das Blassblau so männlich. Gleichzeitig Schnuck trinken und bei Dark Souls laufen ist schwierig. Ich weiß, dass ein Hollow mich auf jeden Fall hittet, wenn ich da oben her sprinte. Und oh boah, den einen Boulder Knight, den muss ich glaube ich töten. Komm, was da wolle. Oder komme ich an dem auch vorbei? Das ist glaube ich ein bisschen sehr risky, was ich gerade vorhab. Ich kann versuchen, den auf Anhieb zu parryen, wenn das hin. Komm, auf zweiten Versuch, das war doch schon mal okay. Das ist ein One-Hit-KO. Die kommen nicht hinterher. Ich muss heilen. So, er macht da jetzt schon Terz, das heißt. Sprinti, Sprinti, Wauwau. Ja, mach du mal. Au. Ja, ist alles okay, ist alles okay. Jetzt ganz schnell die Leiter hoch. Ganz schnell so leer beschwören. Und dann ganz schnell noch mal heilen vorneweg. Ich habe ja noch ein paar Humanities, die kann ich ja auch noch nutzen. Nein, beschwören bitte. Sind die da? So, er ist da. Du bist dood. Solaire ist da. Einfach durch, Solaire, bitte. Bitte. Ich bitte dich, Solaire. Komm durch die weiße Wand. Solaire, ignoriere die Viecher. Solaire, hier spielt die Musik. Kommst du wohl ran? Meine Güte. Cutscene funktioniert immer noch nicht. Glaube ich. Denke ich. Ah! Kann ich skippen? Doch, kann skippen. Hey, 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 hey. Da habe ich auf Rollen gedrückt. Ganz sicher. Genauso wie da. Und da hat es geklappt. Autsch. Heil. Ja, wir machen sehr guten Schaden, sehe ich gerade. Das ist... Aua. Lassen Sie dies. Alter, diese... Oh boah, der zweite ist schon da. Das ist auch gut. Nichts. Danke. Genau, schön auseinanderbleiben. Genau, Fokus Solaire. Das ist gerade... Ah, voll voll. Sehr gut. Voll voll ist böse. Du bist böse. Lass das sein. Oh, oh, oh. Das ist die Chance. Das ist die Chance. Der erste ist doch schon mal down. Das hat doch schon mal gut geklappt. Was? Solaire ist gestorben? Woran? Solaire, nein! Ich hab dich geliebt! Brick, brick, brick. Au. Nicht cocky werden. Ich hab noch einen Trank. Ich nehme den Trank, weil ich ihn habe. Voll weg vom Feuer. Das ist viel Feuer. Au. Lassen Sie dies. Bleiben Sie hier. Ah, danke dir. Nee, ich will nicht ganz so nah an ihn ran gerade. Das darfst du gerne nochmal machen, aber bitte, wenn ich auch hinter dir stehen kann. Hey, er hat geblutet.